Gut war heute der ganze Tag. Ich habe mich gut von den Schwierigkeiten der letzten Tage erholt. Das Gespräch mit Karin war auch sehr positiv. Du machst unser Leben kaputt. Ich kann jetzt ihre Position wesentlich besser verstehen. Du bist ein Versager, der nichts auf die Reihe bringt. Ja. Gut war heute das Zielvereinbarungsgespräch mit meinem Chef. Also das sehe ich ganz anders. Vielleicht sollten Sie ab und zu mal etwas länger arbeiten. Gut ist, dass ich dabei meine eigenen Ziele und Interessen nicht aus den Augen verloren habe. Ihr Schweigen werte ich als Zustimmung. Ich gebe dir einen Schmuser dafür, dass du deine Interessen immer durchsetzt. Ja, der schmeckt. Den nehme ich sofort an. Ich schmuse dich für das Halten deiner Position. Auch wenn es bei euch manchmal nicht ganz einfach ist. Ja. Der schmeckt. Das ist ein Idiot. Der macht einen auf großen Durchblick. Große Ausbildung und nichts dahinter. Aber der wird schon merken, wie der Hase hier läuft. Ich kenne solche Typen. Die muss man auf eine ganz bestimmte Art nehmen. Und im richtigen Moment dann zuschlagen. Wie kann man mit solch einem Loser eine Familie gründen? Was hätte sie für Möglichkeiten gehabt? Was sie mit ihrem Studium alles hätte machen können? Der hat ihr doch alles versaut. Kein Zentimeter weit zurückgesteckt. Und sie? Sie hat alles aufgegeben. Und jetzt macht er hier einen auf fürsorglichen Familienvater? Dass ich nicht lache. Ha! Was willst du eigentlich von mir? Wir haben ein Kind, eine Wohnung, wir haben beide Arbeit. Glaubst du, das ist alles? Das reicht mir nicht. Da ist noch eine Menge mehr. Viel mehr. Ich habe das Gespinst, dass du auf der Suche bist. Wahr daran ist, dass ich suche, aber was ist mir noch nicht ganz klar. Ich habe das Gespinst, dass dein Job dich ankotzt. Gut. Wahr daran ist, mich kotzt mein Scheißjob an. Große Ansprache vom Chef. Naja, wird sowieso das Gleiche sein wie immer. Aber am besten immer schön passiv sein und indirekt die eigene Leistung immer schön hervorheben. Oh. Am besten möglichst wenig auffallen, aber im richtigen Moment präsent sein. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir im operativen Bereich wesentlich stärker werden. Alle Ressourcen werden deshalb in diesem Bereich eingesetzt. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie alle Ihren Beitrag dazu leisten. Unsere Organisationsentwicklung hat hier ein Konzept zusammengestellt, mit dem wir durch Umstrukturierung und Zusammenführung wesentlich effektiver und leistungsfähiger werden. Herr Weller von der PE wird Ihnen die Details nachher noch genauer erklären. Haben Sie ein Problem? Gut. Nein. Wenn Sie mich so fragen, ich würde mich scheiden lassen. Dann nehme ich mir einen anderen. Und aus dem hole ich raus, was rauszuholen ist. Ist doch richtig so. Soll er sich doch mal ein bisschen abzappeln. Ich mache mir dann ein schönes Leben. Bist du immer fremde Frauen an? Also sprichst du Frauen immer dann an, wenn du nicht normal bist? Du bringst mich in Verlegenheit. Ich will doch nur mich anbaggern?
gut ist es dich... Du verstehst mich falsch. Ich würde mich nie trauen. Tust du aber. Ich habe einen Groll auf dich. Ich bin wütend darüber, dass du nicht einfach das machst, was du machen willst. Ich habe deinen Groll gehört. Ich habe einen Groll auf dich. Du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Wieso änderst du nicht endlich was an deiner Situation? Ich habe deinen Groll gehört. Ich brauche jetzt eine Unterbrechung. In Ordnung, ihr könnt jetzt loslegen. Ich fand deinen Groll nicht gut. Wie kannst du behaupten, ich mache nicht, was ich will? Stimmt doch auch. Du hockst einfach deine Konflikte aus. Doch, das stimmt doch gar nicht. Ich versuche immer konstruktiv zu sein. Außerdem habe ich ein Kind. Die Entschuldigung für alles. Dein Problem ist doch nicht dein Kind. Deine Frau ist dein Problem. Was für eine Niete. Ja, natürlich ist sie ein Totalausfall, aber die war doch nicht immer so. Das Einzige, was klar ist, ist, dass ihr keine Perspektive Entschuldigung, habt. Entschuldigung, du änderst auch nichts an deiner Jobsituation. Was hat denn das miteinander zu tun? Ja, ich verdiene gut, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. Ja, das ist die Entschuldigung für alles. Du Arsch. Was? Das ist deine konstruktive Herangehensweise. Entschuldigung, wie nennst du mich? Jetzt sperr aber mal deine Ohren weit auf. Arsch! Weißt du, was du bist? Ein scheiß Feigling bist du! Ständig diese Ansprüche ins Unermessliche. Ja, und wenn das nicht hilft... Feigling! Du kotzt mich an! Das war's. Sie geben hier einen sehr sicheren Arbeitsplatz auf. In Ihrem Alter. Ich hatte ja schon immer den Eindruck, dass Sie Ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben. Was soll das jetzt? Machen Sie meine Papiere fertig und schicken Sie sie mir zu. Wir machen mal ein kurzes Feedback. Habt ihr etwas Schönes erlebt? Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Sie haben jetzt mal mehr Freiräume, werden aber auch weniger verdienen. Sie wollen die Stelle wirklich haben? Ja, ich will. Du hast jetzt bestimmt ein schlechtes Gewissen wegen deiner Frau und deinem Kind. Ja, schon. Aber eigentlich auch nicht. Und was bedeutet das? Nichts. Ich bedauere nichts. Karl ist ein Trottel, wie er im Buch steht. Der blickt mal wieder nicht. Max ist vielleicht ein arrogantes Arschloch. Der denkt nur an sich. Irgendwie komisch. Gut war... Irgendwie seltsam. Gut ist.